Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Captain of Industries im neuen Jahr. Ja, lange ist es her, lange ist es her. 3 Wochen sind es insgesamt, glaube ich, mittlerweile seit der letzten Folge, die rausgekommen ist. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr und frohe Weihnachten immerhin. Ja, es hat sich vieles verändert, also sag mal, es ist sich auch noch viel am Ändern. Ihr werdet sehen, es gibt aktuell kein Outro mehr. Das liegt daran, dass ich die Copyright-Claims, die da drin sind, aktuell rausnehmen will, weil ich muss das aktuell noch überarbeiten. Mein PC ist komplett neu aufgesetzt und meine Aufnahmetechnik habe ich komplett überarbeitet. Wir schauen mal, wie die ist. Also im Grunde, ich nehme jetzt mit 2 Softwaren gleichzeitig auf, um zu schauen, ob ich dadurch die Qualität hochschrauben kann. Ihr könnt mir dann in den Kommentaren mal schreiben, was ihr davon haltet und ob ihr sagt, dass das besser ist. Ich bin gespannt, ich werde selber mal testen, ich werde weiter auch an Schnitt und allem arbeiten, ob das sich verbessert und pipapo. Jetzt muss ich bloß mal wieder reinkommen. In Zukunft werden auch wahrscheinlich Timesteps kommen. Ich bin jetzt da aktuell auch am Forschen, wie ich das am schlauesten mache und einbaue. Das wird aber noch eine sehr, sehr spannende Sache. So, schauen wir mal, was aktueller Stand war. Ich muss aber wieder ein bisschen reinkommen. Ich habe bis vorhin gerade noch die neue Aufnahmetechnik so ein bisschen probiert und getestet und geschaut, dass ich nicht mit der falschen Software das falsche Mikrofon und so Zeug aufnehme. Denn ich versuche jetzt aktuell mal nicht mit der speziell von mir gekauften Software zu arbeiten, sondern auch mit OBS, mit Audacity und dem ganzen Zeug und hoffe, dass ich damit einen guten Erfolg erzielen kann. So, wait. Wo schleppt ihr was hin? Die liefern das jetzt hier zurück, weil der natürlich voll ist. Okay. Und weil die Tanks da vorne natürlich auch bummvoll sind. Gott, ich muss endlich eine neue Maus besorgen. Mein Mausrad ist so im Arsch. So, wir machen jetzt mal ein Upgrade. Dann kann nämlich gleich das ganze Eisen verfahren werden und die Arbeiten da unten in der Höhle gehen weiter. So, dann müsste der sich jetzt eigentlich voll anfangen zu entladen. Yes, und wie. Gut. Okay, ich muss jetzt gerade echt wieder reinkommen. Ich hab auch nicht die letzte Folge angeschaut, ganz ehrlich. Ich bin hier noch unten an meinem... Ich habe jetzt einen relativ großen Gaming-Raum mit Klubber fast. Wie groß ist der? 50 Quadratmeter oder sowas? 5 mal 10, denke ich, locker. Also 50, 40 Quadratmeter der Raum. Baut da gerade jetzt ein Stuhl, will da viel reinbauen, muss aber gerade eine alte Holzwand noch rausnehmen. Das zieht Zeit, ich muss den Boden erneuern und. Das hat viel, viel Zeit gekostet, aber Stück für Stück wird das Ganze jetzt dann. Und im gleichen Maßen dann auch die Aufnahmen wieder, dass die wieder ins Lot kommen. Ach, der schaut jetzt aber die Anlage, Alter. Das mit dem Mausrad ist echt schlimm, ich weiß nicht, wie das nicht. Ah, ich muss hier seitlich drücken, okay. Dann sollte das, ja, so funktioniert das. Gut, aber zurück zum Thema. Ich lasse mich schon wieder voll ablenken, merkt ihr das? Also Kohlemine, wie weit sind wir denn aktuell hier? Ja, wir haben noch so ein gutes Stückchen, aber viel ist auch nicht mehr da. Und dann müssen wir hier vorne das auch noch ausnehmen. Vor allem müssen wir den alten Eingang, den wir geplant hatten, auch ausgraben. Wir können aber gleich den Teil hier wegtun, so ein bisschen, weil bis dahin haben wir uns ja... So, okay. Gut, was... wir sind gerade Mega-Vehicles erforschen. Das ist natürlich eine sehr tolle Sache. Oh, ich kann dich... Ich kann das Radar System erforschen. Provides advanced radar capabilities. Und dann kann ich die Ship Engines machen. Die sollten uns Increased Range geben. Oh, schön. Und danach die Weapons. Neue Waffen für unser Schiff. Hey Leute, langsam geht es ja wieder richtig voran. Gut, hier haben wir jetzt alles gerade in der Forschungsstufe drin. Das hört sich natürlich schon sehr gut an. Vor allem, wenn ich hier schon sehe, hier haben wir Server und Data Center. Und hier hinten ist schon das Schiff. Also, ich sehe von dem Forschungspunkt, wo wir gerade sind, nur noch eine Stufe von Forschung. Das ist schon geil. Würde ich sagen. Also das ist schon, jetzt das hat schon was. Alter, ums Rad. Gut, hier sind aktuell 2 am Basteln. Ich muss auch auf die Kommentare endlich antworten. Ich habe den ganzen Winter nur geschuftet. Also der Umzug war, ich sag's euch, ein Horror. Also es war echt so viel zu tun, so viel Arbeit hinter.
Habe ich echt nicht gedacht, dass es so übertrieben wird, aber war es dann doch leider am Ende. Aber naja, ist halt Umzug, ne? Auf der einen Seite. Okay, wir haben drei Haushalte in ein Haus bewegt. Das war schon ordentlich, würde ich sagen. So, hier bauen wir aktuell Maintenance Stufe Nummer 2. Genau, der wartet immer nur auf seine Aufgaben. Kann ich nicht die Maintenance sogar auslagern so ein bisschen? Geht das nicht? Nee, ne? Der hat nur einen Font-Input noch, aber es ist schade, dass man das nicht machen kann. Aber was wir wollten ja auch Recyclables mal machen, so eine Recyclable-Anlage. Werden wir es mal schauen. Recyclables. Das kriege ich ja fast überall. Warum bist denn du so grau? Ich krieg überall so Recyclable raus. Ich will es aber verarbeiten. Bedeutet, in einem Waste Sorting Machine kriege ich da daraus verschiedene Scrap-Arten. Broken Glass, Broken Iron. Und das muss ich dann wieder natürlich alles in eine eigene Anlage bringen. Weil ich muss ehrlich sein, ich würde das lieber alles durch eine Anlage durchjagen. Haben wir nicht rein theoretischen Sorter auch für... Ne, wir haben nur einen Balancer, ne? Wir haben ja keinen Sorter für geschmolzene Materialien. Bedeutet, was aus der Anlage rauskommt, das muss auch direkt so weiterverwendet werden. Ist jetzt natürlich nicht der idealste Fall, aber mal okay. Bedeutet, wir haben diese Recyclinganlage hier, Waste Sorting Machine. Die nimmt viel auf. Ah, Recycle Press, damit können wir ein bisschen Klatsch sonst sparen. Das macht jetzt auch nicht wirklich einen großen Unterschied. Also wir brauchen wahrscheinlich aktuell zwei von diesen Anlagen. Oh, warte mal, laufen nicht. Iron und Metal, aber... Doch, ihr lauft am Anfang im selben Ding drin. Bedeutet, euch kann ich rein theoretisch mit einem Blast Furnace arbeiten. Und dann danach teile ich euch auf, weil das Eisen kann direkt raus und dann muss ich halt noch einen Cool Caster schnell platzieren. Für... Nee, warte mal, Elektrolyse-Gerät brauche ich dann dafür. Das ginge natürlich. Hin ist schon wieder am Arbeiten. Hin ist am Denken. Ist das bei mir hier im Zimmer? Ach ja, man hört ja ein, zwei Sachen aus den anderen Räumen raus. Ich bin gespannt, wie viel man überhaupt auf der Aufnahme hört. Weil ich glaube, mit dem Ergebnis, mit dem Plan, den ich jetzt hier durchziehe, haben wir wesentlich besseres Stimmergebnis auf jeden Fall von mir. Was ja schon mal ein Vorteil wäre. So, also wir gehen hier in Recyclables. Wir nehmen die Waste Sorting Machine. Rotaten die mal. Und wir nehmen jetzt... Nehmen wir den großen? Ne, wir nehmen die zwei kleinen. Einfach, weil wir damit uns ein bisschen Energie sparen, glaube ich. Dann brauche ich einen Sorter. Und wir brauchen einen V-Shaped Sorter. Aber wahrscheinlich ist es hier schlauer, wenn wir... Wie breit ist der 2, ne? Und dann hier in so einen Notfallbehälter was Sachen füllen noch. Wenn irgendwas rausgeht, dann können wir das da rein tun. So, gefiltert wird in dem Fall... Hier sagen wir jetzt einfach mal Glas. Habe ich die? Achso, warte mal. Glass Scraps. Wo ist Glass Scraps? Broken Glass. So. Hier kommt Broken Glass raus. Kommt hier rein und wird aus mit Kohle erhitzt.
Gut, dann brauchen wir hier noch ein Soda. Ah, du bist echt nervig, ja, nicht mehr. Und dann nehmen wir hier hinten noch ein Loose Storage, ein simples hin, damit wir merken, wenn was fehlt. Du gehst hier rein. Hier machen wir Broken Scrap und Iron Scrap drin. Jetzt muss ich natürlich hier auch noch angeben. Einmal Copper Scrap und einmal Iron Scrap. Perfekt. Kommt beides hier rein. Dann brauchen wir hier natürlich noch ein Loose Storage for our coal. Oh, da hatte ich noch Glück, ha? Gut. Wir wollen ja eine simple recycling machine. Und dann wird das Ganze schon irgendwie. Ansonsten hat der hat nicht auch keine Reste, die rauskommen. Oh, ist das schön. Ah, leck mich. Jetzt bin ich aus dem Spiel raus. Nope. Lass mich zurück rein. Dann. Glassmaker. Das macht. Okay, das macht wieder das. Okay. Bedeutet, wenn ich dich hier einfach hinten anschließe. Warte mal, dann tue ich dich eben andersrum hin. Bitte einmal ausschneiden und flip. Genau, weil dann kann ich hier hinten direkt das in der Kiste füllen. Ich muss aufpassen mit einer neuen Bildschirmanordnung von mir. Ist es ganz leicht, dass ich mich aus Versehen vertue. Das ist echt ungut. Das muss dann in den Loose Storage Container. So. Teilweise hängt die Maus so ein bisschen, das ist nicht schön. Und teilweise hänge ich an meinen anderen Bildschirm, das muss ich nochmal ein bisschen bearbeiten. So, okay, wir haben hier den. Was war der Unterschied zwischen euch beiden? Die Geschwindigkeit. Machen wir den Metal Caster 2. Obwohl, rein theoretisch hätte ich dich auch gerne geflippt. Flip, weil. Dann. Oh, Maus, komm wieder hoch. Mensch. Da muss ich mich noch dran gewöhnen, dass die Bildschirme jetzt komplett anders stehen. Aber es ist eine ganz, ganz geile Sache. Jetzt tun wir nicht einen Flat Soda hin. Dann können wir nicht hier jetzt ein Storage hin machen. Auch eine Storage Unit. Und sagen, ausgefiltert wird in Pure Copper. Und das in Pure Copper geht dann in ein Copper-Elektrolyse-Gerät. Perfekt. Wasser muss halt nur noch hier. Weißt du was, ich muss das eh wahrscheinlich nicht upgraden. Dann kommt hier ein kleiner Fluid-Container hin, tut uns eh nicht schlecht, wenn wir noch einen haben. Perfekt. Und danach kommt es dann auch in eine Loose Storage Unit. So. Dann müssten wir doch alles recycelt haben, was wir irgendwie aktuell recyceln können, müssten, sollten, oder? Wir wollen halt dann wahrscheinlich hier noch ein für Recyclables, wenigstens ein großes Loose Storage. Das packen wir einfach hier hin. Und schließen beide Wege an. So, dann nehmen wir das, ist das mal unser Recycler. Das tun wir jetzt mal gleich als Blaupause speichern. Season 2. V2 gab es damals schon. So. Jetzt bräuchte ich bloß ein Plätzchen für die, für den ersten Testläufer und alles.
Sollen wir den Recycler hier oben laufen lassen? Das stört zwar keinen am Anfang, aber halt auch wegen irgendwie blöd platziert. Wir können natürlich auch den Recycler. Schauen wir mal, ob er da Platz hat. Ne? Wäre natürlich eine ganz spannende Sache, wenn er hier Platz hätte. Frage ist, kommt denn da noch jeder vorbei? Ne, ich glaube nicht, ja weniger, ne? Okay, wir haben auch hier unten einen Einfall. Also rein theoretisch könnten wir den Recycler hier fürs erste Mal hinstellen. Und den Bauauftrag beginnen. So, let's build the Recycler. Jetzt müssten sie eh gleich wieder voll abgehen und die Sachen besorgen. Kohle scheinen wir auch noch auf Lager zu haben. Blöd. Wie, ihr seid durch. Das Lager ist leer. What? Ah, das kriegen wir noch hin. Warte mal. Muss auch mal die richtigen Sachen mit abreißen anfangen, ne? So. Uns fehlen schon wieder Mitarbeiter. Es ist doch nicht lustig. What? Also hier soll Recyclables rein. Dann brauchen wir noch ein Wohngebäude. Mann, ich wollte nicht so schnell ein neues Wohngebäude bauen. Housing 2. Und Quick Deliver. Okay, die Stadt wird langsam riesig, ne? Langsam wird die immer größer. Lecko mio. Das finde ich halt immer noch irgendwie cool aus. Der nötige Gummi muss mal angeliefert werden. Yep. So, und jetzt können wir doch uns hoffentlich ein paar Mitarbeiter mal hier einholen. Ich wäre für einen Growth Boost 3. Man muss erst den ersten Growth Boost. Nee, kann ich nicht. Price in Advanced Captain Office. Der Leuchtturm, der ist aus. Gut, dann machen wir den jetzt mal an. Dann schauen wir mal, was wir mit allem dem Recyclable Zeug alles anfangen können. Vor allem, wir brauchen die dann alle so einfach Abgabeflächen. Gibt es nicht dafür auch Food Market? Warte mal. Waste Recycler. Der bringt nur Waste raus. Recyclable Collection und Biomass. Mal, das bringt uns bestimmt auch noch einen positiven Effekt. Bin mal gespannt, wie viel da rauskommt. Ich tue jetzt auch mal upgraden, einfach weil wir es gerade können. Waste haben wir auch, wie es ausschaut, ganz gut unter Kontrolle. Kommt nichts Recyclables raus. Warum? Ach, wahrscheinlich, weil die noch keine Household-Gegenstände oder sowas haben, ne? Das könnte natürlich gut sein. So, wir haben jetzt Mega-Vehicles freigeschaltet. Dafür brauchen wir natürlich das Mega-Gebäude wahrscheinlich. So, ich das Ganze kenne. So, warte mal. Hier. Vehicle Depot 3. Kriegt einen neuen Platz. Ich liefere aktuell immer noch per Hand an, von daher
Quick Deliver. Haul Truck. Large hauling truck with max capacity of 180. This truck can transport only liquids or gas products. It cannot go under transports. Mega Excavator. Das Ding ist schon brutal, ne? Holy shit. Truck cannot reach its destination. Warum solltet ihr auch dahin fahren? Off. Off. Off und off. There's no. So, Leute. Es ist leider noch nicht so ganz fertig, wie ihr euch das vorstellt. Hier sind noch überall so ein paar kleine Reste, die ihr abgraben müsst, bitte. Damit die Area wirklich gerade wird. Dann können wir euch woanders anweisen. Aber Leute, ich würde sagen, das wird für die erste Folge dieses Jahr reichen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.